Livello! Herzlichen Glückwunsch! Wir wollen auch im Bereich Cybersecurity junge Talente entdecken, fördern, unterstützen. Diese Konferenz ist eine tolle Plattform, glaube ich, sich zu präsentieren. Wir haben erstmal eine super hochkarätige Jury. Da sitzt unter anderem Jana Enstaler drin, die auch in der Höhle der Löwen in der Jury sitzt, Leiterin eines 100-Millionen-Euro-Fonds ist. Dann haben wir hier vor Ort super viele Unternehmen, Entscheider aus Unternehmen, potenzielle Kunden oder Partner, die man hier anspricht, wo man die Möglichkeit hat, ja, sein Produkt oder sein Unternehmen live zu präsentieren. Und dann gibt es natürlich auch noch was zu gewinnen. Es gibt 5.000 Euro Preisgeld, es gibt einen echt coolen Pokal fürs Regal im Büro und da winkt auch eine Kooperation. Auf was die alles kommen, wo man selber sich überhaupt keine Gedanken mehr reinsteckt. Weil die schauen sich an, für welche Probleme auf dieser Welt gibt es noch keine Lösung. Und das bedeutet natürlich auch für den IT Award, der vor allen Dingen Lösungen im Cyber-Security-Bereich belohnt, dass wir da Ideen sehen, die es so noch nicht gibt und die ganz neu sind, cutting edge. Und das interessiert mich persönlich natürlich vor allen Dingen. Insofern habe ich da heute echt drauf hingefiebert. Ich habe gerade mit SaaS Metrics, die letztes Jahr Gewinner gewesen sind, noch letzte Woche gesprochen. Wir haben gesagt, Christian, zwick mich bitte nach einem Jahr, wie erfolgreich wir auf einmal sind. Wir haben die Truppe verdoppelt, wir haben tolle Kunden gewonnen und wir gehen mit dem Produkt wirklich durch die Decke.